Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und hier haben wir das Microsoft Surface Pro 4 samt einigem Zubehör. Das kommt nämlich in einer Woche in Österreich auf den Markt und wir haben vorab eine Einheit erhalten und werden die jetzt auspacken und mal schauen, wie das Gerät so aussieht. Einfach mal einen ersten Eindruck davon machen und natürlich auch reinschauen in die Verpackung, was da alles mitgeliefert wird. Also auf jeden Fall haben wir hier natürlich das Microsoft Surface Dock, womit wir das an ja, mehrere Displays anschließen können und so weiter. Dann haben wir hier das neue Type-Cover. Das ist also ein ganz, ganz neues Type-Cover für das Microsoft Surface Pro 4. Das werden wir auch nachher noch auspacken. Und natürlich haben wir hier das Gerät. Schauen wir gleich mal nach, welche Konfiguration wir hier haben. Wir haben hier die Intel Core i5-Version mit 256 GB SSD-Speicher und 8 GB an Arbeitsspeicher. So, dann werden wir das mal auspacken. Das Gerät ist noch frisch versiegelt, also quasi frisch aus der Fabrik, nie geöffnet. So. Und dann haben wir hier nochmal eine Box, auch die ist versiegelt. Ich mache nochmal hier aufreißen. So. Und hier haben wir dann schon das Gerät. Hier eine Lasche zum Entfernen und das ist dann nochmal hier in so eine Plastikfolie gewickelt. Machen wir das mal auf. So, hier ist das Gerät. Sehr schön dünn. Hier mit den neuen Kameras. Aber das schauen wir uns nachher noch an. Erstmal schauen wir hier in die Verpackung, was es sonst hier noch gibt. Hier ist der neue Microsoft Surface Pen. Der sieht dem vom Surface Pro 3 sehr ähnlich, hat jetzt aber hier hinten keinen farbigen quasi Radiergummi und also ist auch ein Button und ist generell ein bisschen kantiger, auch damit man den Stift eben an den Magneten anheften kann. Das ist glaube ich hier. So. Dann haben wir in der Verpackung noch die diversen Bedienungsanleitungen, Garantieerklärungen, irgendwas halt. Und auf der rechten Seite haben wir dann hier noch eine Box mit dem Ladegerät für das Surface Pro 4. Das war es einmal von der Verpackung. Werde ich das jetzt mal so wegpacken und jetzt schauen wir uns gleich mal das Type-Cover an. Das hier haben wir hier in Rot, offensichtlich. Und auch das ist noch ganz frisch versiegelt, also müssen wir hier mal aufschneiden. So, hier. So. Jetzt haben wir das auch endlich aufbekommen. So, hier ist das Type-Cover. Ganz dünn, vielleicht sieht man es hier. Und auch schön solide und ist eben als Cover für das Surface gedacht und gleichzeitig dient es als Tastatur, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein, dank des iPad Pro. Und wir schauen jetzt weiter hier zum Surface Dock. Auch das packen wir jetzt gleich mal aus. So. Jetzt hat er noch eine Lasche. Okay. Einmal haben wir hier das Dock inklusive eben jenem Anschluss, mit dem man das eben zum Surface verbinden kann. Was haben wir hier für Ports? Also erstmal die Folie wechseln. So. So, was sind das jetzt für Ports? Hier vorne haben wir, ich glaube, das ist das Netzteil, dann Gigabit LAN, 3,5 mm Audioanschluss, also wahrscheinlich Ausgang für Audio, dann zweimal ein DisplayPort, zwei USB-Anschlüsse und auf der anderen Seite schönes Microsoft-Logo und nochmal zwei USB-Anschlüsse sowie die Kensington Lock, damit es nicht gestohlen wird. Ist ein ziemlich schweres Teil eigentlich, hat ein gutes Gewicht. Ich vermute mal, damit es auch auf dem Tisch bleibt, also dort, wo man es hinstellt, also dass man sich nicht so leicht verschieben lässt. Also vielleicht sieht man es hier, ist gar nicht so leicht vom Tisch wegzukriegen und hat auch ein gutes Gewicht.
So, was haben wir dann noch in der Verpackung? Bedienungsanleitungen, natürlich, die keiner liest. So, noch eine Ebene. Mit dem vorher angesprochenen Netzteil, vermute ich mal. Hier, das Kabel. Und hier wird wohl das Netzteil sein, welches selber schon eigentlich größer ist als das Gerät selbst. Also wenn man das jetzt mal vergleicht. So, etwa gleich groß sogar, interessanterweise. Okay, jetzt kommen wir wirklich mal zu dem Gerät, dem ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. So, hier ist das Microsoft Surface Pro 4, also die neueste Generation von Microsofts Pro Tablet. Wie vorhin schon erwähnt, hat das hier einen Core i5 Prozessor, das heißt, es ist etwa die Mid-Range Variante mit 256 GB an SSD-Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Und ja, so sieht das jetzt aufgeklappt aus. Ein großer Unterschied zum Surface Pro 3 ist es eigentlich nicht. Ich denke, es ist wieder mal ein bisschen dünner. Der größte Unterschied, den man jetzt so bemerken kann als Laie, ist eigentlich, dass hier jetzt anstatt des Surface-Logos jetzt einfach das Microsoft-Logo wie beim Surface 3 drauf ist. Also dieses spiegelnde, glänzende Microsoft-Logo. Und was man möglicherweise ebenfalls noch als Laie erkennen kann, ist, dass jetzt hier eine neue Kamera drauf ist. Das heißt, man kann sich bei diesem Gerät jetzt auch mittels Windows Hello anmelden. Ansonsten sind wirklich die Unterschiede zwischen Surface Pro 3 und Surface Pro 4 eigentlich ziemlich minimal. Was ich jetzt so bemerkt habe, ist, dass der Lautsprecher von hier oben ein bisschen, von hier unten ein bisschen nach oben gewandert ist. Der ist jetzt hier. Beim Pro 3 war er etwa in dieser Höhe, also auch kein großer Unterschied. Und ebenfalls bemerkbar ist, dass es jetzt einen wesentlich kleineren Rand um das Display herum hat als das Surface Pro 3. So, jetzt schalten wir das mal an. Der Button ist wieder hier oben links. Wirken auch ganz gut verarbeitet. Ein bisschen wackelig ist der On-Off-Button. Dafür sind die Lautstärke-Wippen sehr, sehr fest. Und ansonsten kann man auch wirklich nichts sagen über die Verarbeitung. Fühlt sich ganz gut an. Auch der Kickstand hat quasi einen frei verstellbaren Neigungswinkel, geht bis hierher. Das heißt, wir können das Gerät so quasi als Zeichentablet ein bisschen verwenden. Und der Kickstand sollte auch ziemlich viel aushalten. So, auch die Tastatur kann man wieder hier mit dieser Lasche, mit dieser magnetischen Lasche eben an das Display verbinden. Damit hat man dann ein bisschen mehr Ergonomie beim Schreiben. Ist auch ein bisschen gemütlicher. Und was man hier auch beim Keyboard gemacht hat, ist, dass man jetzt so ein Chiclet-Keyboard hat. Das heißt, die Tasten sind jetzt wie beim normalen Notebook ein bisschen weit auseinander und nicht mehr so weit zusammengerückt, wie es beim Surface Pro 3 der Fall war. So, jetzt habe ich das Surface Pro 4 auch mal eingerichtet und natürlich kommt das jetzt mit Windows 10 vorinstalliert. Und während dieses Einrichtungsprozesses, der jetzt rund 10 Minuten gedauert hat, habe ich mir natürlich einen ersten Eindruck davon machen können und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, positiv aufgefallen ist mir jetzt, also im ersten kurzen Eindruck, wo ich das Gerät jetzt verwendet habe, dass die Farbdarstellung am Display einfach wirklich hervorragend ist und auch die Blickwinkelstabilität, also wenn man sich hier das ansieht, das sind wirklich, wirklich schöne Farben, die man da sieht. Außerdem hat man das ewige Problem mit dem Surface Pen endlich gelöst, indem man hier einfach den Magneten hinzugefügt hat und jetzt kann man den hier relativ gut anheften, aber das Problem ist weiterhin, wenn der zum Beispiel im Rucksack drin ist, dann fällt der ziemlich schnell ab. Also das ist natürlich keine perfekte Lösung, aber gut genug, wenn man es jetzt irgendwo herumträgt. Das einzig Negative an dem Gerät ist die Tastatur und zwar ist es jetzt wesentlich besser mit dem Chiclet-Keyboard und ich kann auch wirklich sehr viel schneller schreiben als beim Surface Pro 3. Das einzige Problem ist aber, dass das sehr, sehr biegsam ist. Und wenn man jetzt so drauf schreibt, dann biegt sich das ein bisschen nach innen. Also ich kann das vielleicht jetzt so seitlich herzeigen. So. Und wenn man hier die Hand drauf ablegt und auch hier oben herumtippt, einfach auf den Tasten, dann geht das jedes Mal ein bisschen rein und ich finde das ganz ehrlich etwas störend. Also das ist, was mir negativ aufgefallen ist, das Touchpad ist wirklich gut, das Display ist wunderschön und die Verarbeitung ist
ja, auf Surface-Niveau, jeder kennt es eigentlich, wirklich großartig, da kann man nichts sagen. Und ich werde es jetzt in den kommenden 7 Tagen etwa ausführlich testen, als mein Hauptgerät verwenden, quasi jetzt also meinen Laptop ersetzen. Und in einer Woche schauen wir dann, wie sich das Gerät so geschlagen hat. Ich werde natürlich ein paar Spiele installieren, schauen, wo einfach die Leistungsgrenzen dieses Geräts sind, was es so alles kann, was es nicht kann und für wen es geeignet ist und für wen eher nicht. Das war's schon von mir und vom Surface Pro 4. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.